Wieso heißt der Mann Paradox? Ist das eine Fehlübersetzung? Wie ist der Original tatsächlich Paradox? Solltest du nicht Simon oder Shimon oder sonst irgendwie heißen? Zumindest in unserer Lokalisierung? Warum heißt du Paradox? Nein, der heißt niemals Paradox. Naja, egal, zum Kampf. Nachfahre eines berühmten Magier-Clans. Er ist entschlossen, junge, vielversprechende Talente auf den Weg der Tugend zu führen. Das ist eine fiese Stelle, um die Zeile abzubrechen. Ich nenne mich Paradox. Ich stamme von einem alten Magier-Clan ab. Danke, das haben wir gerade schon gelesen. Wenn du Höheres suchst, kann ich dir vielleicht helfen. Kann mir jemand helfen, ob der Typ wirklich Paradox heißt in der originalen Version? Ich weiß es nicht. Fertig. Wir wollen erstmal nichts ändern. Der Die Master. Ja, ja, da ist er wieder. Leinsbeschwörung. Er holt sich einen Babydrachen. Ja, soll mir recht sein. Die Babydrachen blockieren uns ja nicht den Weg. Und viel Schaden machen sie auch nicht. Okay, unser Zug. Wir werden erstmal... Gehen wir auf die Energiescheibe? Ja, gehen wir wieder auf die Energiescheibe. Set, go. Jetzt kriegen wir die Energiescheibe. Ja. Wir können uns nicht beschweren mit den Beschwörungen in letzter Zeit. Machen wir exakt dieselbe Öffnung wie in den letzten beiden Kämpfen. Und vorrücken. Aktion beenden. Kommt Turn. Leinsbeschwörung, hat immer wieder ein Objekt dabei, aber er kriegt sowieso keine Zeitbeschwörungssymbole, von daher, was soll's. Nicht schlimm soweit. Okay, weiter geht's. Pinguinritter, Soldat, Torpedo, Ding. Wahlfestung. Ja. Jetzt ist es zwar nett mit den Beschwörungen, aber so zwischendurch ein Symbol ist gar nicht übel. Das können wir gleich gebrauchen, so ein kleines bisschen Bewegung und Angriff, dankeschön. Wollte ich nur mal angemeldet haben. Kommt dann. Wieder Level 1 Ding, ja, ein Angriffssymbol hat er und ein Objekt. Aber ist sowieso irgendein Level 1 Ding, von daher liegt dann wieder sowieso nichts Interessantes. Der Babydrache fliegt so vor sich hin und dann setzen wir mal den Soldaten-Pinguin-Torpedo-Dings da. Und kriegen. Ah, sehr schön. Angriffssymbole. Und setzen einen unserer Biberkrieger. Los, gut. Klappen uns einmal um die Ecke. Und Aktion beenden. Kommt dann. Und eine Level 1 Beschwörung. Mein Gott, der hat aber mit Level 1 Monstern. Ein Zombie-Krieger. Ach, herrje. Der erhöht ja jetzt den Angriff von den ganzen Zombies auf dem Feld um 10. Mal gucken, können wir den vernichten? Bevor der uns noch nervig wird hier. Wir haben keine Bewegungssymbole. Pinguin, set, go! Vielleicht kriegen wir was Sinnvolles. Und wir kriegen... naja, eine Beschwörung ist auch sinnvoll. Ach, nehmen wir für den Pinguin, macht sowieso nichts. Das war doch eigentlich gerade gar nicht so schlecht, oder? Ja, so ist gut. Das nehmen wir. Jetzt bräuchten wir nur noch Bewegungssymbole. Uns fehlen genau eins. Aktion beenden. Kommt da. Wieder Level 1 beschwören, mein Gott, der will uns aber swarmen hier. Kommt mir irgendwoher bekannt vor. Dann würfeln wir jetzt mal auf Bewegungssymbole und. Na, machen wir auf Bewegungs- und Angriffssymbole. Set und. Sowieso das gleiche. Hast du überhaupt keine Angriffssymbole drauf? Hast du Bewegungssymbole drauf? Du hast ein Bewegungssymbol drauf. Komisch, warum hat das Spiel uns den nicht gegeben, wenn der doch beides hat? Nein. Set und go. Wir kriegen... Na toll. Verteidigung, Zauber und Beschwörungssymbol. Obwohl wir auf Beweglichkeit und Angriff gegangen sind. Na danke. Noch ein Level 1 fähig. Ja, der karbonale Krieger. Der ist aber ein bisschen weit weg. Steigert den Angriff von Kriegermonstern um 10. Mein Gott, der hat aber mit seiner Angriffssteigerung.
Wenn wir irgendwo diese Monster haben wollen, müssen wir nur ein paar Mal gegen Shimon Simon Paradox kämpfen. Das ist jetzt sein Name. Shimon Simon Paradox. Drücken auf jeden Fall die Lebenspunkte und greifen an. Tadam, bleiben noch zwei. Wir müssen noch Angriffssymbole werfen, wenn wir ihn besiegen wollen. Hat er eigentlich Verteidigungssymbole? Ja, drei Stück. Das heißt, ich versuche gar nicht ihn anzugreifen mit dem Biberkrieger. Aktion beenden! Ah, will er sich zur Wehr setzen? Mit mehr Level 1 Monstern? Mein Gott, ist er nervtötend. Sagi, der Clown, warum versucht er eigentlich nicht, sich an unsere Herzpunkte ranzuarbeiten? Er hat jetzt schon wieder massive Würfel hinten verschwendet, weil er sich da irgendwo so in die Ecke klumpt. Naja, was soll's. Ja, wir nehmen die Bewegungssymbole mal ganz hier raus. Ah ja. Set und go. Denn wir brauchen noch eins, um zu gewinnen. Und da haben wir absolut alles, was wir brauchen, um in dieser Runde zu gewinnen. Angriff Pinguinkrieger auf die Herzpunkte. Zack, bleibt noch ein Herzpunkt. So, dann nehmen wir uns den Pinguinkrieger, bewegen uns ein Stück zurück und dann holen wir uns den Biberkrieger, der hier hinten so rumsteht. Bewegen uns vor seine Herzpunkte, Angriff und rotten ihm den letzten Herzpunkt aus. Zack und gewonnen! Das war ja einfach. Win, you get Witch's Apprentice nochmal. Noch so ein Ding, brauchen wir nicht wirklich.